Oh Mann, es ist soweit. Es fühlt sich nicht nur an wie Next Gen. Es ist die nächste Generation. Der Skylander Strap Team ist diesmal am Start. Wir gehen rein in das Spiel. Der erste Moment hier, sich mit dem Spiel anzufreunden. Und das ist gleich mal ein super Eindruck. Natürlich der schwierigste Schwierigkeitsgrad, der momentan auszuwählen ist. Das ist schwer. Chaos, Schicksals, Herausforderung, die Story und Arenen. Okay, wir haben diesmal anscheinend gleich im Menü die Auswahl, hier direkt loszustarten. Und wir beginnen natürlich mit der Story. Sei gegrüßt, Portalmeister. Ich bin Ion und ich geleite dich auf eine große Reise. Willkommen in den Skylands, eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt vor den großartigsten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Aber die Skylands waren nicht immer so friedlich. Einst wurden sie von den berüchtigsten Übeltätern unterdrückt, die die Skylands je gekannt haben. Den Schicksalsräubern. Aus ihrem Versteck tief im ungezähmten Ödland heraus plünderten die Schicksalsräuber ohne Gnade, bis kein Ort mehr sicher war. Zum Glück wurde ein Elite-Team von Skylandern gerufen, die legendäre Waffen trugen, um diese Schurken ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Das war das Trap-Team. Sie nahmen die Schicksalsräuber gefangen und brachten sie in die uneinnehmbarste Festung aller Zeiten, den Wolkenknacker-Knast. Weggesperrt hinter Mauern aus reinem Traptanium, würden die Schicksalsräuber nie wieder die Skylands bedrohen können. Jedenfalls dachte man das viele Jahre, bis ein vertrautes Unheil zurückkehrte. Das Trap-Team wurde fortgeschleudert aus den Skylands. Und entfernt von ihrer Magie, begannen sie zu schrumpfen. Inzwischen wurden die zerstreuten Fragmente des Wolkenknacker-Knasts in mächtige Fallen verwandelt. Aber du hast sie gefunden. Und gerade rechtzeitig. Die schlimmsten Schurken der Skylands sind wieder auf freiem Fuß. Es liegt an dir und deinen Skylandern, sie aufzuspüren, bevor es zu spät ist. Ein großes Abenteuer erwartet dich. Sieh nur! Als Chef der Sicherheit und geheimen Ninja-Kommando-Operationen heiße ich euch willkommen zur großen Eröffnung der Skylander-Akademie. Ich erinnere mich... Oh Mann, das ist klasse, Kaylee. Ich meine, ein neues Skylander-Hauptquartier. So etwas hat es ewig nicht mehr gegeben. Ich weiß, Hugo. Und Buzz ist der legendärste Skylander-Trainer aller Zeiten. Aber er hat auch irgendwas Vertrautes. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich kenne Typen wie ihn. Ein echter Angreifer. Sag mal, redet er immer noch? Mit der Eröffnung der neuen Skylander-Akademie hoffen wir endlich wieder Sicherheit, Vertrauen und... Brody! Ach du grüne Guacamole! Das Ding ist mitten in unserem jährlichen Sprudelfest gelandet. Nicht bewegen, Leute. Die Skylander und ich sehen uns die Sache mal an. Ich will Sprudel! Wo steckt bloß mein Skylander-Agent?
Wir sind hier. Natürlich werden wir dich begleiten. Und es ist echt jetzt der Moment schon gekommen. Da versteckt sich gerade Wildfire. Wen nehmen wir als erstes? Wir nehmen unseren Bogenschützen. Rock and Roll. Snapshot. Oh Mann. Bumblitz, das ist ein Skylander. Mein Name ist Buzz, Chef der Sicherheit und geheime Ninja-Kommando-Operationen. Wie wär's, wenn wir uns hier mal etwas umsehen? Natürlich, geht's klar. Räumen wir deinen Angriffen ein bisschen auf. Gut, machen wir. Keine Sorge, jetzt kommst du auch schon durch. Na, kommst du? Will anscheinend nicht. B springen, Sideswap Force verfügbar. Wen haben wir denn hier? Unser Dorf ist am Ende, am Ende. Nein, nein, wir sind hier. Keine Sorge. Wir werden das Dorf schon retten. Vor einer geschlossenen Tür ist nur eins besser als ein Schlüssel. Eine geladene Kanone. Feuer frei. Natürlich, da gehen wir gleich mal durch. Aber hier hat sich noch eine Schatzkiste versteckt. Gib mal her, das erste Gold für uns. Für Snapshot. 5 Stück hat er schon. Wie viel ist da drinnen? Feine Beute. Ja, eine Beute. Schön. Stil, Compadre. Alles klar. Was haben wir hier noch? Irgendwas zu sprechen? Rette uns vor dem großen, schlimmen Ding. Mach ich gerne. Schieb die Dinger einfach aus dem Weg. Niemand schiebt Schildkröten besser als ein Skylander. Oh, ja, da hast du recht. Was kommt da angeflogen? Stein, der will uns doch nicht zertrümmern. Was bist du für einer? Nein, das Lied gefällt mir nicht. Ich will keine Werbung hören. Hast du nichts anderes? Nein, keine Werbung. Oh, wie lustig. Okay, das hört sich gut an. Dann legen wir mit dem Hörerwunsch hier weit nach vorne. So, was Vorsicht, haben wir hier? Skylander. Er mag wie ein normales, harmloses Schaf aussehen, aber ich kann dir versichern, dass Sheep Creep hier nichts Gutes verheißt. Er sollte im Wolkenknacker-Knast sein und eine zum Scheitern verurteilte Schafsrebellion anführen. Aber so können wir doch perfekt deine Fallenfähigkeiten trainieren. Besiege du ihn doch für mich, geht er? Rock and Roll. Oh. Sheep Creep. Boah. Oh nein, das Schaf ist ja direkt bewaffnet. So stark waren die Schafe noch nie. Gefürchteter denn je in Skylands War. Snapshot macht den Irrsinns Damage. 75, 112. Sheep Creep besiegt. Wow. Na, da geht was ab. Okay, die Lebensfalle. Steck eine Lebensfalle ins Portal, um diesen Schurken zu fangen. Kein Problem, wir kriegen dich. Sheep Creep gefangen. Sogar die Falle bzw. das Portal hat eine Soundausgabe. Hui. Was? Wir haben eine Zeit nur? Drücke Teamwechsel, um als der eingefangene Gegner zu spielen. Drücke Teamwechsel erneut, um wieder als Skylander zu spielen. Okay, alles klar. Ach du grüne Guacamole! Ich bin froh, dass du jetzt zu den Guten gehörst, Sheep Creep. Jetzt lass uns dieses Dorf retten. Okay, dann hoppen los, bevor die Zeit um ist. Mit diesen Sprungkissen kommst du in höhere Bereiche. Die sind total sprunghaft. Wie man sie halt eben kennt. So, wo kommt der erste Gegner? Ich will was wegballern mit Sheep Creep. Oh nein! Und ich dachte, da unten wäre ein Secret. Nein, es ist gar nichts. Oh, schade. Oh, gerade den Sprung noch geschafft. So, nix wie weiter. Zeit ist bald um. Beeil dich. Warte mal eine Sekunde. Das sieht aus wie Triptanium. Das magische Zeug habe ich lange nicht gesehen.
Ich weiß nicht, was Traptanium hier zu suchen hat, aber ich weiß nur, dass die wahrhaft wundersame Kraft der Kristallwaffe eines Trapmasters es aufbrechen kann. Okay, bist du auch ein Trapmaster, Sheep Creep? Anscheinend nicht. Da muss ich wechseln. Aber zuvor werde ich mal die Jumpies hier erledigen. Ja, viel Damage machst du nicht, aber diese Attacke, die hat's in sich. Boah, 24 mit dem kleinen Schaf. Also schnell wechseln. Oh nein, die Musik spielt schneller. Ja, jetzt haben wir's. So, Snapshot. Hau Traptanium hier weg. Perfekt. Nochmal eine Soundausgabe am Portal. Also wir haben diese Attacke hier mit dem Schwert, die könnte ich noch ausprobieren. Aber ich möchte ja einen anderen Skyland auch schon zeigen. Also. Feine Beute. Schauen wir mal, wann die nächsten Gegner kommen. Oh, das ist echt toll. Mit der Sprachausgabe bzw. Soundausgabe am Portal selber hat man noch einen zusätzlicheren Bonusfaktor hier. Das sieht vielversprechend aus. Gefällt mir. Aber wenn du in diesem Spiel was reißen willst, musst du dir die Elementatore ansehen. Man kann sie nur mit einem Trapmaster des passenden Elements öffnen. Bum Blitz! Du hast jetzt Zugang zu einem neuen Bereich, der einen magischen Hut enthält. Was du mit einem magischen Hut sollst, die sind der Wahnsinn. Und sie machen dich stärker. Darum heißen sie magisch. Oh. Wir haben zum Glück den passenden, gell? Wir haben hier den passenden gleich für dieses Tor. Jedoch, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, er hat gesagt, man braucht den passenden Trap Team Skylander. Das heißt also, ich kann mit den alten Skylander anscheinend diese Tore nicht öffnen. Gut. Falls ich es bemerkt habe, Sheep Creep lädt sich hier schon weiter wieder auf. So, jetzt mal hier rüber. Dann wieder rüber schieben und dann kommen wir schon. Kommen wir hier vorbei? Nein! Ah, doch! Passt. Ah, okay, ich brauche nur zwei. Zwei runterschieben reicht ihm anscheinend schon. Oder? Nein, ich kann nur einen runterschieben und das war's jetzt. Kann ich hier laufen? Auch nicht. Was wollen die von mir? Ah, da schwebt das Schaf. Ich hab's nicht gesehen. Oh, verdammt. Ich Idiot. Nein, kann ich hier auch runterspringen? Jawohl, kann ich. Nein. Oh, jetzt muss ich nochmal warten. Das kann's doch nicht sein. Habe ich's echt versaut. Aber die Wolke hat mir echt so ein bisschen die Sicht verdeckt hier. Und hab das Schaf nicht gleich erkennen können. Okay, jetzt aber. Nix viel drauf hier. Oh, nochmal alles gut gegangen. Diesmal hat's geklappt. Geduldig wartet er. Einen Rundumblick bekommen wir hier von Snapshot. Ja, schön ruhig bleiben, Schildkröte. Mach keinen Fehler hier. So, gut. Gerade noch so geschafft. Und der erste Hut gehört uns. Was ist drin? Oh ja, ein Schildkrötenhut. Den brauche ich auf jeden Fall. Setzen wir ihn gleich auf. Der Hut steht mir gut. Ja, ich will aber den nicht unbedingt die ganze Zeit aufhaben. Den kann man ja auch wieder runtergeben. Falls ihr es nicht wusstet, konnte man in jedem Skylander spielen und konnte den Hut natürlich austauschen und natürlich den Hut auch komplett abnehmen. Okay, jetzt reicht es aber. Langsam wie eine Schildkröte habe ich mich doch angestellt und bin kaum drüber gekommen. Aber jetzt ist wirklich Zeit für einen neuen Trapmaster. Hierfür. Ich halte euch ein. Wildfire, sehr schön. Man muss schon auf dem Portal das Schild so ein bisschen wegdrehen, damit man ihn überhaupt gut sieht. Da darf ich, glaube ich, nicht. Erinnerst du dich noch an die Sprungkissen vorhin? Also das hier ist ein super Sprungkissen. Probier es aus und finde heraus, warum. Okay, also das ist auch neu. Wo führst du uns hin? Nein, das kennen wir aus Swap Force. So eins gab es auch schon. Darunter springen will ich jetzt noch nicht. Ohne dass du mich gesehen hast? Wie komme ich denn da rauf? Genau, geheime Ninja-Kommando-Fähigkeiten. Okay. Irgendwie werde ich da schon raufkommen, aber zuerst werde ich mal hier gezwungen, nochmal den Skylander zu wechseln. Frisst das! Denn
Auf uns wartet ein neues Trapmaster vom Lebenselement, um dieses Tor zu öffnen. Elementator, zählt er nicht als Trapmaster? Nein, der zählt nicht als Trapmaster. Denk daran, dass du jederzeit zwischen einem Skylander und einem eingefangenen Verbrecher wechseln kannst. Ich weiß, aber ich habe nur Sheep Creek im Moment. Und ich frage mich gerade, wie ich hier zum Teufel nochmal an den Stein da oben rankomme. Ja, natürlich. Der Name Flynn stammt von dem alten arkeianischen Wort für großartig. Die Arkeianer haben mehr als 100 Worte für großartig und sie lauten heute alle Flynn. Oh nein. Na, da lacht mich das Schaf noch aus. Die hätte ich wohl besser nicht vorlesen sollen. Oh. Es erfordert ein unbekanntes Element. Aha, ein unbekanntes Element. Kenne ich das jetzt noch gar nicht? Habe ich das noch gar nicht? Auch interessant, oder? Ich müsste vielleicht alle durchwechseln. Das ist auch neu, dass man da überall runterspringen kann. Das ging früher nicht. Man konnte nicht überall runterspringen. Ah, so komme ich an den Seelenstein ran. Gut, gut. Blades. Den gibt es übrigens im Adventure-Pack, aber auch in einem Triple-Pack. Den schauen wir uns gleich mal an. Wir sind ein tolles Team. Okay, weiter geht's. Macht schon mal einen tollen Eindruck, den werde ich sicher auch mir noch holen. Wenn du durch dieses Tor möchtest, musst du dich mit einem Trapmaster des Technologieelements zusammentun. Nein, ich wollte euch die andere Attacke zeigen noch. Oh, 90! Wow! Also einen ordentlichen Damage hier können wir austeilen mit Foodfight. Nur aufpassen, dass wir hier nicht getroffen werden. Erst wieder reinkommen, ein bisschen Hit-and-Run-mäßig das Ganze angehen, dann wird man auch nicht getroffen. Ich will nicht runterspringen, auch. Du benötigst einen Trapmaster von Technologie. Wo geht's hier runter? Ich bin einfach zu neugierig. Ist es ein Secret? Nein, aber es schaut cool aus. Er lacht mich gerade noch aus. Wie könnte ich denn das nicht wissen, dass das hier nur eine Falle ist? Achtung! Aufpassen, wir werden hier beworfen. Das darf ich mir nicht gefallen lassen. Sie nennen ihn den Gulper. Und das Komische an der Sache ist, dass er auch im Wolkenknackerknast sitzen sollte. Hier geht etwas ganz Sonderbares vor. Und wir müssen das ergründen. Und zwar pronto. Sprudel! Ich brauche Sprudel! Deshalb brauche ich Sprudel! Der Gulper. Niemand nimmt meinen... Wenn es heißt Pronto, dann fällt mir nur eins ein. Aus der ersten Version, die Flügelschuhe, beziehungsweise die Speedwings, glaube ich, wie sie im Englischen genannt werden. Und jetzt ist der Kleine auch ein bisschen schneller. Wenn der Gulper Sprudel will, dann sollte er keinen Sprudel kriegen. Du musst also nur rüber zum nächsten Gebäude springen und den Sprudelbottich zerstören, bevor er ihn austrinken kann. Das sollte ihn aufhalten. Alles klar. Der Kleine ist trotz den Flügelschuhen relativ langsam. Seine Beinchen sind einfach zu kurz. Schneller, mein Kleiner. Schnell. Hast du es geschafft? Jawohl. Okay, da konnten wir schon mal aufhalten. Oh nein, was? Ein Schurkenlagerportal. Wechsle einen gefangenen Schurken ein, um die Belohnung zu kassieren. Ja, habe ich aber nicht. Der Kleine ist zu klein, der kommt da nicht hoch. Das Ding trinkt den ganzen Sprudel. Ja, kleiner Lauf. Oh, der wie gemütlich er dahin trottet, mein Lieber. So reißen wir aber nix. Konzentrieren. Oh nein, ich bin in die Falle getappt. Oh nein, es geht noch tiefer runter. Komm schon, irgendwie hoch. Jawohl, das gefällt mir gut. Oh, schnell weg hier. Fast wäre ich hier. Oh, gerade, dass er den Sprung noch hier gepackt hat, der kleine Racker. So. Da ist auch schon wieder. Wie zum Teufel kommst du hier rüber? So schnell vor allem auch. Oh, kann ich ihn hier? Nein. Flext und zugenäht. Wir müssen den Sprudelbottich in die...
Alles klar. Ja, genau das dachte ich noch. Jetzt schnell rüber da und den Bottich zerstören. Mach ich. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh nein, da unten. Das hat ausgeschaut wie eine Tür oder ein Fenster. Was machst du da? Nein! Wie kannst du? Nicht den Falschen zerstören. Ich hatte gerade die allerbeste Wahnsinnsidee. Selbst für mich. Siehst du die beiden Bottiche? Der orange Ambrosia-Kühler ist der Sprudel des Jahres. Das andere grüne Zeug ist Bodensatzplörre mit Aalgeschmack und schmeckt noch scheußlicher, als es klingt. Aber wenn wir die vertauschen und den Gulper die Aalplörre trinken lassen, holt ihn das vielleicht wieder runter. Alles klar, ich hol mir den Sprudel des Jahres. Wie wird das schmecken? Oh nein, er schüttet ihn weg. Foodfight, du musst drum kämpfen. Du musst ihn selber trinken. Okay. Gut, hier, bitte sehr. Den will ich nicht trinken. Den kannst du dir hier holen und schnappen. Brauch ihn nicht. Gut gemacht. Den Gulper besiegt. Oh, jetzt ist er ganz klein, der Arme. Wasserfalle ins Portal, um diesen zu... Bleib weg, du Wirbelding! Hey, mein Dreizack! Ich wollte doch nur sprudeln! Den Gulper gefangen! Gulper muss jetzt nett sein! Ist komisch, aber Gulper gewöhnt sich daran! Da spricht er übers Portal. Ich glaube, das kann man auch sehr gut ausmachen, was der Unterschied ist zwischen der Portalsprachausgabe und natürlich der vom Spiel. Ha, Flügel-Sophie habe ich nicht gefunden. Ich hätte da, bevor ich vom Gulper da nach rechts gegangen bin, das Sprungpad benutzt habe, hätte ich nach links gehen sollen wahrscheinlich. Da wäre es gewesen. Aber nun gut. Das könnt ihr selber rausfinden, indem ihr es natürlich auch selber spielen werdet. So hoffe ich ja doch. Und wir genießen noch die Katze. Umblitz! Noch eine erfolgreiche Mission. Komisch, der Gulper sollte eigentlich eingesperrt sein im... Wolkenknacker-Knast, richtig? Ich weiß! Und noch schlimmer, der Knast ist weg! Als hätte ihn jemand geknackt wie eine Nuss! Ich bin übrigens Max, Erfinderin aller coolen Sachen in der Skylander Akademie. Sowie um die 87 Millionen anderer Dinge. Du hast richtig gehört, 87 Millionen! Schön, dich kennenzulernen, Skylander! Einen Moment, Max. Wenn der Wolkenknacker-Knast zerstört wurde, könnten alle möglichen üblen Bösewichte auf freiem Fuß sein. Wir müssen das so schnell wie möglich herausfinden. Wir könnten die Steinköpfe auf der Besserwisserinsel fragen. Sie wissen alles. Das Problem ist nur, dass die Insel von Trollen erobert wurde. Trolle? Kein Problem. Falsch, Kompadre. Großes Problem. Gut, dass ihr mich habt. Brechen wir auf, Skylander! Immer langsam, Buzz. Der Skylander ist gerade erst angekommen. Sieh dir in Ruhe die neue Akademie an. Natürlich habe ich immer noch jede Menge daran zu tun. Aber bitte, sieh dich um. Und wenn du bereit bist, zur Besserwisserinsel aufzubrechen, sagst du einfach Captain Flynn Bescheid. Natürlich, das mache ich dann im nächsten Part. Gemeinsam mit euch hoffe ich so doch. Gut. Durch den Teamwechsel, um als der eingefangene Gegner zu spielen. Ja, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Durch den Teamwechsel, ja, im nächsten Part, Mann. Zu spielen. Bis dann, schönen Tag noch. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat.